Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, der die Welt geschaffen hat. Im Namen des Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, wie du und ich. Im Namen des Gottes, der in jedem von uns als gute Kraft wirkt. Amen. Petrus liegt am Boden. Er, der sonst so impulsive Jünger, der sein Leben ganz verändert hat, der sein Boot, sein ganzes Leben hinter sich gelassen hat, nur um mit Jesus mitzugehen. Petrus, der fest an Jesus geglaubt hat, an den Retter. Petrus, der enttäuscht ist, dass Jesus sich einfach so gefangen nehmen lässt, ohne sich zu wehren. Dabei hat er so auf ihn gehofft, auf den Jesus, der die Welt verändern wird. Doch jetzt versteht er ihn nicht mehr. Wieso lässt Jesus all das mit sich machen? Und dann hilft er auch noch dem Soldaten, der ihn ja gefangen nimmt. Petrus fühlt sich im Stich gelassen. Es zuckt ein Stich in sein Herz. Es ist ganz dunkel in ihm. Doch, obwohl er so enttäuscht ist, gibt er noch nicht ganz auf. Mutig folgt er Jesus bis in den Hof des Hohepriesters. Vielleicht kann er ja doch noch was tun. Ganz vorsichtige Hoffnung hat er noch. Doch dann erkennt ihn jemand. Du bist doch auch einer von denen. Der Blick der anderen im Hof richtet sich auf den Finger, der auf Petrus zeigt. Große Angst kommt auf einmal und Petrus verliert jegliche Hoffnung. Er leugnet. Ich kenne Jesus nicht. Nein, ich bin's nicht. Ich weiß nicht, was du sagst. Mit jedem einzelnen Satz entfernt er sich weiter von Jesus. Dabei war er sich mal so sicher, dass er immer zu ihm halten würde. Noch während er redet, kräht ein Hahn. Der Hahn, der das Tageslicht ankündigt. Er wirft auch gleichzeitig Licht darauf, was Petrus getan hat. Dann trifft ihn auch noch der Blick von Jesus. Wieder ein Stich ins Herz. Petrus hat gerade das getan, was er nie wollte, was er nie von sich gedacht hätte. Er hat sich überschätzt. Wie ein großer, stolzer Hahn, der losgezogen ist und dann verloren hat. Diesmal haben die Gegner gewonnen. Ihr Hahn kräht, verkündet ihren Sieg, verkündet den Triumph über Jesus und damit auch über Petrus. Petrus kann sich jetzt nicht mehr im Dunkeln verstecken. Denn der Hahn bringt alles ans Licht. Wie ein Blitz durchfährt es Petrus, als er das realisiert. Todtraurig wird er mit einem Mal. Sein Kopf hängt herunter. Sein Rücken ist gebeugt. Er weint und bereut. Und genau mit diesem Weinen und dem Bereuen zeigt er, wie sehr er Jesus doch liebt. Und Jesus merkt das. Denn obwohl Petrus gezweifelt hat, obwohl Petrus ihn verleugnet hat, lässt er ihn nicht im Stich. Zwar kräht jeden Morgen ein Hahn, der Petrus an diesen dunkelsten Moment in seinem Leben erinnert, aber auf Petrus wartet das Licht des Ostermorgens, so wie dieses Licht auch auf dich und auf mich wartet. Jeden Morgen kräht ein Hahn, der dich wachrüttelt. Pass auf, dass du Gott nicht verlässt. Er hält zu dir, auch in dunklen Zeiten. Denke daran, wenn du Angst bekommst. Der Morgen wird anbrechen und in jedem Morgen scheint ein Stück vom Licht des Ostermorgens. Und dein Weg geht weiter in diesem Licht. Jeden Morgen kräht ein Hahn, der dich an genau dieses Licht erinnert.
Amen. Gott, voller Güte und Erbarmen, wir machen Fehler in unserem Leben, wie Petrus. Wir bitten dich, hilf uns, diese Fehler einzusehen und vergib uns. Wir bitten dich für alle, deren Leben sich so schwarz anfühlt wie die Nacht. Schenke ihnen Hoffnung und strahle mit deinem hellen Licht in ihr Herz. Amen. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.